Symbol für die unsichtbare Bedrohung ist ein kleines Stück Stoff. Für so manche von uns ist die Maske inzwischen zum Hassobjekt mutiert, aus unterschiedlichen Gründen. In Oberösterreich spürt man die wirtschaftlichen Folgen der Maskenpflicht, die einzig in diesem Bundesland seit Juli in allen Geschäften gilt. Die Kunden bleiben weg, die Umsätze brechen ein. In ganz Österreich fragen sich Unternehmerinnen und Unternehmer, was, wenn die Zahlen steigen und die Maskenpflicht wieder überall gilt? Gesundheit oder Umsatz? So lautet die Gretchenfrage. Johannes Rupprecht hat sich ihrer angenommen. Normalerweise ist diese Grenze nicht von Bedeutung. Hier bei Grein trennt die Donau Nieder von Oberösterreich. Momentan sorgt die Grenze für massive Verwirrung, denn Grein liegt schon in Oberösterreich. Das einzige Bundesland, in dem man nach wie vor Maske tragen muss. Beim Betreten von Lokalen und in allen Geschäften. Auf der anderen Seite der Donau ist das nicht so. Das verwirrt die Kunden und verärgert die Kaffeebesitzer. Die Problematik besteht aber auch darin, dass wir einfach so nahe an Niederösterreich sind, dass teilweise die Leute auch glauben, dass wir zu Niederösterreich gehören. Weil die kommen oft und sagen, sie waren oben in Oberösterreich, dann sage ich, wir sind Oberösterreich. Ja? Der Konsument ist eigentlich in allen Belangen verwirrt. Wie er sich selber das handhaben soll, soll er, er tragt eine Maske mit, weil er nicht weiß, da darf ich es tragen, da muss ich es tragen, da brauche ich es nicht. Also Corona ist in ganz Österreich und nicht nur in einem Bundesland. Bei den Kunden kommt die Maskenpflicht gar nicht gut an. Viele wären lieber oben ohne. Das bekommen die Unternehmer zu spüren. Anfangs sind teilweise die Leute gegangen, wie wir es darauf hingewiesen haben. Haben es umgedreht und sind gegangen. Mittlerweile ist es so, dass wir sie zwar hinweisen, aber sie auch reinlassen, wenn sie keine haben. Also ich kenne einige Leute, die wollen die Maske nicht tragen. Und sie verstehen uns nicht, dass man sie in einem Bundesland tragen muss und im anderen nicht. Die generelle Maskenpflicht gibt es nur in Oberösterreich. Außerhalb, wie hier im Einkaufszentrum Fischerpark in Niederösterreich, muss man keine mehr tragen. Eine neuerliche Pflicht ist hier das Horrorszenario, denn die Maske senkt die Einkaufslust. Wobei in manchen Geschäften, wie dem Supermarkt, braucht man sie in ganz Österreich noch. Das Hin und Her war zuletzt verwirrend. Nach dem Lockdown wird die Maskenpflicht Anfang April in allen Geschäften eingeführt. Mitte Juni wird sie dann großteils beendet. Als die Zahlen wieder ansteigen, führt die Bundesregierung die Pflicht Ende Juli wieder ein. Allerdings nicht überall, sondern zum Beispiel in Supermärkten, Banken und Postfilialen. Nun also muss man etwa zum Kaufen von Kaffeekapseln Maske tragen, zum Besuch im Kaffeehaus aber nicht. Denn für die Gastronomie gilt hier keine Pflicht. Geschäfte mit und ohne Maske sind also unter einem Dach. Ist das nicht eine seltsame Regelung? Das ist sicherlich manchmal verwirrend, wenn man aus dem einen Laden rauskommt, wo man eine Maske tragen musste, in den nächsten reingeht und keine mehr tragen muss. Und ich sage jetzt einmal, in einem Lebensmittelgeschäft am Dienstagvormittag, wo vielleicht nur 5 Leute drinnen sind, da ist es mir auch nicht erklärbar, warum man da eine Maske tragen soll. Wenn da Abstand eingehalten werden kann, es gibt überall die Desinfektoren. Warum der Unterschied zwischen den Geschäften? Wir fragen Herwig Kollaritsch, einen der führenden Berater der Regierung. Derzeit wird darüber diskutiert, ob die Unterscheidung gesetzeswidrig ist. Ich muss ehrlich sagen, diese Itipfelreiterei ist nicht sinnvoll. Ich kann nur die medizinische Seite betrachten. Und da kann ich nur sagen, eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen zu verhängen, wo einfach Personen, die auch Risikopersonen sind, hingehen müssen, weil sie damit ihren täglichen Bedarf sozusagen stillen, halte ich für absolut sinnvoll. Im Fischerpark braucht es keinen Mund-Nasen-Schutz und die meisten tragen ihn auch nicht. Einzelne aber schon. Warum? Warum nicht? Ja, also ich denke mal, wenn man anderen Leuten helfen kann, glaube ich, damit ist es okay. Es ist ja nur, dass ich sie nicht anstecke, sagen wir die Maske. Ne? Weil gegen selber anstecken nutzt es nicht so. Ne? Das ist eher das Abstand. Ne? Aber ist das nicht ein bisschen egoistisch? Möglicherweise ein bisschen egoistisch auch. Ne? Ja, wenn jetzt wer in den Supermarkt reinkommt ohne Maske, was durchaus oft passiert, ich ärgere mich halt jedes Mal. Also denke ich mir, ich kann nur Respekt da weitergeben. Ich gehe nicht einkaufen, wenn ich eine Maske tragen muss.
Nur das Allernotwendigste. Und heute sind meine Kinder mit und sonst würde ich gar nicht hier sein. Beim Interspar, da muss ich sie tragen und dieses ewige Hin- und Herräumen, also das ist mir wirklich zu blöd. Zurück in Oberösterreich. Hier gibt es kein ewiges Hin und Her. Es ist das einzige Bundesland mit genereller Maskenpflicht. Auch beim Shoppen von Kleidung. Anfangs von Experten noch als Unsinn abgetan, gilt die Maske heute als wirksamer Schutz. Doch wie es scheint, hat sie wirtschaftliche Nebenwirkungen. Sie senkt die Einkaufslust. Im Juni lagen Umsatz und Kundenfrequenz bei 72% vom Niveau des Vorjahres. Inzwischen sind sie im Österreich-Schnitt auf 80% gestiegen. Nur in Oberösterreich, wo die Maske überall Pflicht ist, sind die Zahlen gesunken auf nur mehr 60% vom Vorjahr. Im Modehandel sogar noch stärker. Diese Erfahrung macht der Geschäftsführer des Handelsverbandes derzeit hautnah. Er betreibt zusammen mit seiner Frau ein Unterwäschegeschäft in Oberösterreich und zwei in Wien. Die Maske wirkt sich durchaus heftig aus. In Oberösterreich kommen seit Einführung der Maskenpflicht weniger Menschen in unser Geschäft, weniger Menschen in das Shoppingcenter. Jene Menschen, die kommen, halten sich weniger lang auf, weil sie halt rasch entnervt sind bei Anproben von Textilien, wenn man die Maske trägt. Die Filialen in Wien, die um ein Drittel kleiner sind, machen den doppelten Umsatz derzeit als die Linzer Filialen und daher hat die Maskenpflicht einen großen Kollateralschaden auf unser betriebswirtschaftliches Ergebnis. Was so ein kleines Stück Stoff alles anrichten kann. Oder übertreiben die Unternehmer? ECO fragt den Berater der oberösterreichischen Landesregierung, Bernd Lamprecht. Warum muss der Mund-Nasen-Schutz sein? Ich sehe einen Vorteil darin, jetzt einen kleinen Sicherheitspolster aufzubauen. Das heißt, die Neuerkrankungszahlen nicht in erschreckende Höhen schnellen zu lassen. Denn das wird uns einen kontinuierlichen Betrieb, ein Aufrechterhalten des Handels auch im Herbst erlauben. Das ist sicher das kleinere Übel, vielleicht etwas weniger Besucher im Geschäft zu haben, die eine Maske tragen, als dann gar keine womöglich im Geschäft zu sehen, weil eben einfach die Situation aus dem Ruder läuft. Trotzdem, in Oberösterreich wächst der Frust. Als die Maske eingeführt wurde, waren die Neuinfektionen außer Kontrolle. Doch inzwischen ist die Situation weniger dramatisch. Im Schnitt der letzten 7 Tage gab es in Oberösterreich 47 Neuinfektionen täglich. In Wien waren es 119, also weit mehr. In Wien aber gibt es keine generelle Maskenpflicht. Warum dann noch immer in Oberösterreich? Experte Bernd Lamprecht macht den Unternehmern im ECO-Interview zum ersten Mal Hoffnung. Mit der bundesweiten Corona-Ampel Anfang September könnte die Maske Geschichte sein. Wir können noch nicht abschätzen, was auch Kroatien-Rückkehrer noch tatsächlich an Neuerkrankungen auslösen werden. Hier haben wir erst einen Teil der Wahrheit gesehen. Wenn allerdings die Zahlen ähnlich sind in 10 Tagen, wie sie heute sind, werden wir uns wohl in grüner Phase befinden und eine Lockerung beim Mund-Nasen-Schutz erwarten können. Nicht nur die Unternehmer würden aufatmen, wenn die Masken fallen. Wirklich belastend ist der Mund-Nasen-Schutz für Angestellte, die damit arbeiten müssen. Und das in ganz Österreich. Tag ein, Tag aus, bei Hitze und stundenlang. Das eine Mädchen, die heute da ist, die hat heute das erste Mal das Schild. Die hat immer diese Masken gehabt, diese, so wie es mein Mann trägt. Die hat gesagt, die kann nicht mehr, weil ich kollabiere, weil es momentan wirklich so schwül ist, dass man es fast nicht aushält. Deswegen hat die Gewerkschaft vor kurzem gefordert, zum Beispiel in Supermärkten bezahlte Pausen einzuführen. Alle 2 Stunden eine Viertelstunde Pause. Warum nicht? Das Wichtigste sehen wir als Arbeitgeber, den Arbeitsplatz Österreich abzusichern. Und in der schlimmsten Krise dieser Nation seit dem Zweiten Weltkrieg ist es nicht möglich, noch einmal 12,5% der Arbeitszeit einfach zu bezahlen, wenn sie nicht erbracht wird. Aber ist da Geld wichtiger als Gesundheit? Es ist keinesfalls so, dass Geld wichtiger als Gesundheit ist. Es geht einfach nur darum, dass auch die Komplexität schwierig ist, weil jeder hat Pausen. Es gibt viele Regelungen, die auf gesetzlicher Ebene, auf kollektivvertraglicher geregelt sind, die in keinem anderen Land in Europa so klar geregelt sind. Und genauso wenig wie wir WC-Pausen oder Rauchpausen dokumentieren, muss man eine Maskenpause dokumentieren. Es spießt sich also. Gesundheit oder Geld, was ist nun wichtiger? Solange unterschiedliche Regelungen gelten, wird keine Ruhe einkehren. Auf der anderen Seite des Ufers ist das Gras immer grüner. Die Maske ist für viele Unternehmer das Symbol für Krise und Umsatzeinbußen geworden. Da kann sie noch so gut Ansteckungen verhindern.